Wo sind alle hin? Das ist ja komisch. Passt es gerade? Oh. Ich will nur reden. Oh krass. Vater zu Vater. So, hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen weiteren Runde heute mit God of War Ragnarök. Herzlich willkommen nach draußen. Schön, dass ihr da seid. Ja, es war klar. In die Falle damit. Ah, stimmt, wir sammeln ja die Kinder ein. Das war ja, Falle, genau. Du hast ihn. Oh, hallo. Oh, tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken oder so. Hast du nicht. Gut, du kannst das zurück zu Ratatöskar bringen, wann immer du bereit bist. Gut. Sehr schön, sehr schön. Ja. Ach, das weiß man. Ja, okay. Na, bin ja gespannt, ob ich das irgendwann erkennen werde auf Dauer. Aber guck mal, jetzt bleiben die drin stecken, die Speere, ne? Auch nicht schlecht, kriege ich nicht weg. So, okay. Brock, wo geht's denn weiter? Ach, da ist auch noch was. Da können wir hochklettern, wie es aussieht. Da ist auch was. Dann sehe ich da, sehe ich auch was. Kann ich jetzt vielleicht von hier oben da unten schießen? Kann ich das von hier treffen? Ja. Vorsicht da unten! Ein bisschen spät. Da war noch Leben. Warte mal, wo habe ich das Leben übersehen? Ein grünes? Habe ich irgendwo ein grünes Leben übersehen? Da hinten noch? Vielleicht? Warte mal, ich guck mal. Hier sehe ich es nicht. Vielleicht hatte ich es schon eingesammelt. Unter mir? Da bei Brock irgendwo? Hier nochmal. Da, hier vielleicht? Nee. Nee, hier ist auch nichts. Ich muss euch beide um einen letzten Fall. Da, okay. Dann sind wir quitt. Was dort in der Schmiede passiert ist, danke, mit der Dame, das erzählt ihr nicht weiter. In Ordnung? Stimmt. Also für eine kurze Zeit vielleicht? Mimir. Na, in Ordnung. Deswegen wollte Sindri nicht, dass Brock dahin geht. Sindri hat's gewusst, dass das so enden wird. Sindri hätte sie auch beachtet. Das heißt, er hat umsonst den Klang des Windes eingesammelt, ne? Na gut, okay, nun hat... Armleuchter. Vielleicht schreckt diese Grimme ihn aus. Die was? Nein. Die was? Die was? Die was? Das hier. Achtung, hinter dir! Was, du alter Sack, ey. Kann ich noch nicht einsammeln, hier ist noch was. Ich brauche gleich. Ich brauche ja gleich zurückrufen. Haben wir mal 5 Stück reingesteckt? Sehr geil! Meine Fresse. Einfach geil! Das war für mich genug Aufregung für heute! Das gesehen? Sammel du die Beute ein. Einfach auf den draufschießen? Einfach auf den draufschießen und dann einsammeln? Geil! Gut funktioniert, sage ich mal. Hier ist noch ein bisschen Rage. So, was machen wir mit dem jetzt? Dann gucken wir mal, was wir hier kaputt machen können. Alles bricht zusammen. Da kommen wir noch rüber. Ein Stück zerbrochenen Yggdrasil-Amulett. Ich muss immer das durchlesen, was da steht. Hier ist auch noch was. Wo seht ihr das immer? Das geht immer so schnell. Bin immer so beschäftigt damit, erstmal das Bild hier zu analysieren. Gut, dann hüpfen wir jetzt mal darüber, würde ich fast sagen, oder? Warte mal, hä? Wieso habe ich das jetzt, wozu habe ich es kaputt gemacht? Wozu habe ich das kaputt gemacht jetzt? Das hat ja gar keinen Sinn. Kann man hier irgendwas noch sehen?
Gibt's hier vielleicht noch was? Ein Raben vielleicht? Irgendwo mal da hinten wäre doch so ein Platz für einen Raben eigentlich. Danke, Andreas, für das Follow. Vielen, vielen, vielen Dank, meine Damen und Herren. Lass mal die Schmiede kaputt machen. Ich sehe eine Abkürzung. Ja, sollen wir Brock deine Ausrüstung verbessern lassen, bevor wir gehen? Danke, warte mal, ich guck mal eben. Der Drautenier-Speer. Huldu-Vorstoß. Was muss ich da drücken? Ich muss drücken L1 und dann, was muss ich dann drücken? Okay, es wird wahrscheinlich L1, R1 sein, vermute ich jetzt mal. Und hier gibt es verschiedene Sperrzusätze, guck mal. Hier steht, Sperrangriffe gegen brennende oder eingefrorene Gegner verursachen zusätzlichen Schaden. Das ist einfach nur da. Da lohnt es sich vielleicht doch, den hier zu nehmen. Für unten Speer habe ich nicht. Den Raubnierspeer. Ich kann auch hier was anlegen, schaut mal. Und ich kann auch bestimmt hier was ersetzen. Eine massive Eiswelle. Natürlich, die nehmen wir mit. Und jetzt wollen wir mal ganz kurz hier bei Brock schauen, ob der uns was Geniales verbessern kann. Da kicken wir mal hin. Danke, Brock. Das ist ein guter Speer. Da hast du verdammt recht. Amulett. Verbessern. Jetzt haben wir erstmal das Yggdrasil-Amulett verbessert. Und jetzt gucken wir mal hier. Das ist alles nur Stufe 5. Dann behalten wir mal die von Longer. Ich weiß, wie du von hier runterkommst. Ich suche mir lieber einen anderen Weg. Der Tag war zu gut, um mir jetzt noch die Seele aus dem Leib zu kotzen. Habt ihr eigentlich gewusst, meine Damen und Herren? Ich habe mich jetzt gestern habe ich mir ein Video angeschaut über Heimdall. Habt ihr gewusst, dass Heimdall auch ein Riese ist? In der Mythologie? Ich bin ja gespannt, wie das hier umgesetzt ist, meine Damen und Herren. Bin gespannt. Brock, als du Fake hattest, war sie... Da muss ich direkt unterbrechen. Brock plaudert niemals was Vertrauliches aus. Nicht einmal, wenn es um die Verstorbenen geht. Deine Angelegenheiten tratsche ich ja auch nicht überall herum, oder? Schmiede schwatzen nicht. So muss es einfach sein. Na, ist okay. Dann erfährt er nichts. Schade, schade. Gut, ich nehme an, wir werden hier runter können. Ah, so geht's runter. Ach. Hast du das gesehen, Brock? Hast du das gesehen? Hast du das gesehen, Brock? Alter Haudegen. Krass. So, gibt's noch was zu machen? Vielleicht kommen wir jetzt schon wieder zurück. Und ich kümmere mich für dich um die Tore. Ich hoffe nur, Sindri hat seinen Kopf noch, nachdem Brock mit ihm fertig ist. Das Eis zwischen den beiden ist im besten Fall schon dünn genug. Na gut. Ja, okay. Sindri. Mal schauen, ob wir Sindri gleich treffen. Danke, Chris Meyer, für das Folgen. Vielen, vielen, vielen Dank für eure viele Unterstützung. Wo sind alle hin? Das ist ja komisch. Passt es gerade? Oh! Ich will nur reden. Oh, krass. Vater zu Vater. Apropos, ich war wirklich überrascht, als Atreus bei mir vor der Tür stand. Es geht ihm gut, übrigens. Und das wird auch so bleiben, sofern ich heil zurückkehre nach Asgard. In nächster Zeit. Außerdem hat unser Freund hier noch viel vom Leben zu erwarten. Fraglich. Fort mit dir und benimm dich. Neuer Speer. Ich war nie ein Freund von Brock. Aber der Zwerg hat wirklich Talent. Du willst reden. Rede. Du willst doch keinen Krieg. Oder, Kratos? All das Blut an deinen Händen. Den Händen deines Sohnes. Ich will den Frieden genauso wie du. Vielleicht finden wir ihn gemeinsam. Er lügt. Ich weiß. Der Junge, er ist... alles, was ich erwartet habe. So schlau. Nett. Ist er von dir?
Nur Spaß. Du hast wirklich jeden Grund, stolz zu sein. Er ist der Schlüssel zum Frieden in unserer Zeit, zur Befreiung von all dem Schicksal und der Prophezeiung. Mein Sohn ist nicht ein Schlüssel. Oh Gott, kennt ihr in deiner Heimat denn keine Metaphern? Oder er kanntet. Tut mir leid, das ist unfair. Du bist nicht mehr der Gott, der du einst warst. Und jetzt kannst du das beweisen. Gib mir meinen Sohn. Oder du triffst auf den Gott, der ich mal war. Und was für ein Gott ist das, Kratos? Was bitte weißt du schon über Göttlichkeit? Wurdest du in deinem Leben jemals von jemandem verehrt, angebetet, geliebt? Kannst du dir so eine Liebe überhaupt vorstellen? Nein! Dich interessieren keine Sterblichen. Dich interessiert nichts, was über dich hinausgeht. Über das Monster, das tötet, ganz ohne Grund. Du fürchtest, was du garantiert niemals verstehen wirst. Ist es da ein Wunder, dass dein Junge keine Eile hat, zurückzukommen? Hör nicht auf ihn, Bruder. Er will dich doch nur verunsichern. Danke für das volle Boba Fett und danke Chris. Arrogant. Vielen Dank für euren Verlust. Wagt es, hier aufzutauchen. Wenigstens hast du ihn genauso überrascht wie er dich. Okay, warte mal, hier ist Durlin gerade langgelaufen. Und wieso hat Freya jetzt Erfahrungspunkte bekommen? Hier ist er gerade Durlin langgelaufen. Heißt das, ich kann jetzt kurz mal gucken, wo ist er denn, Durlin? Er war doch in dieser Schmiede da drin, den hat er doch hier rumlaufen lassen. Oder hat das irgendeinen anderen Grund, dass ich es einfach nur sehen sollte, dass er mit Durlin unterwegs ist? Na okay, wir gehen mal hier weiter. Vielleicht ist ja Durlin auch in diese Richtung hier. Ach, guck mal, ich muss mal hier rauskommen. Aber alle Zwerge sind wirklich weg. Guter, das muss auch... Was hat Brock für dich gemacht? Oh! Oh. Alter, was für ein Glück! Das ist also die Waffe? Ein Dröpnir-Speer? Der Dröpnir-Speer. Ich schätze, so viele Dröpnir-Speere, wie man will. Na los, ich habe ein Tor gefunden. Wir müssen nur mit dem Zug runter. Aber ich mache mir Sorgen, ehrlich gesagt. Wir haben eine Waffe geschaffen, um einen Gott zu töten. Es fehlt nicht viel und du bist wieder dein altes Ich. Mach dir das Angst, noch einem brutalen Gott zu helfen? Ich habe Angst um dich, Bruder. Der Speer könnte einen Krieg auslösen. Den Krieg. Wenn dich das nicht mehr beunruhigt, hat Freya vielleicht recht. Vielleicht hatten die Riesen dich die ganze Zeit im Sinn. Das ist so deep, oder? Das ist so einfach so krass. Dieses Loch ist einfach so geil. So ein richtig guter Film, Leute. Kann man da nicht eine Netflix-Serie? Ich würde mir so ein Netflix-Abo machen dafür. Wobei Amazon Prime geht auch, ne? Fallout 4 war auch eine Serie ganz cool. Ich will wetten, hier geht das richtig gut. Da liegt was. Das wäre doch ein richtig geiles Szenario. God of War als Amazon Prime-Serie. Geil. Geil. Komm schon, Freya, ich komm schon. Freya, hat Sigrun dir also geholfen, die Walkürenflügel zurückzubekommen? Waren sie dort versteckt, wo ich dachte? Waren sie nicht. Aber ja, sie half mir. Sagte die ganze Zeit, ich solle meine Wut loslassen. Aber sie unterstützte mich trotzdem. Ist deine Wut los? Toll. Ich wollte genau das gleiche machen wie sie und dann habe ich es aber nicht hingekriegt. So. Okay, wo müssen wir hin? Ja, wo geht's hin? Die läuft zu langsam jetzt. Also, oh, guck mal, was ist das hier? Hier sind wir doch hergekommen, oder? Vergiss aber nicht, dass wir da lang nicht nach Hause kommen. Wir müssen mit dem Zug runter. Wir fahren mit dem Zug runter, okay. Auf Prime tatsächlich, ja, wirklich? Also ich habe davon schon gehört, dass es da was geben soll. Aber dass es auf Prime ist, das hätte ich nicht gedacht, tatsächlich. Geil. Finde ich phänomenal, finde ich das. Da bin ich, also die erste Staffel, die gönne ich mir auf jeden Fall. Warte mal, was ist denn das?
Ist das die letzte Fackel, die ich nicht angekriegt habe, vielleicht? Ich glaube, das ist nicht das passende Werkzeug. Ist das das passende Werkzeug? Krass! Stecken Sie Speere in jede der drei Runen und sprengen sie gleichzeitig. Ah! Ah, okay. Dazu müsste man aber erstmal alle drei auch sehen. Das wäre nicht meins. Unmöglich zu sagen. Sie sucht in allen Welten nach unseren verlorenen Schwestern. Wir hoffen, wenn sie ihre körperlosen Geister nach Varnaheim bringt, finden wir einen Weg, ihre unverdorbenen Wesen wiederherzustellen. Okay, drei Stück gleichzeitig sprengen. Das kann doch eigentlich, muss das ja schaffbar sein. So schwer kann es nicht sein. Das muss, sonst wäre das ja doof, wenn man das gleich beim ersten Mal nicht findet. Hier ist ein Herzengrünes, guck mal. Das hilft mir aber auch nicht. Ach, hier ist die Kiste. Da ist noch ein. Da ist noch eins. Da haben wir zwei. So, hier ist die Kiste und das dritte. Guck mal. Wir haben ja zum Glück unendlich lange Zeit dafür, oder? Ah, schön. Sehr schön. Horn mit Blutmet. Gute Arbeit, sag ich jetzt mal. Okay, wo geht's hin? Hier ist was zum Einsammeln. Mit dem Zug, hat sie gesagt, müssen wir fahren. Also müssen wir jetzt hier hochgehen, ne? Wo ist der Zug? Da hinten, oder? Mit dem Zwergenzug. Das ist doch der Zwergenzug, ne? Sie hat ein Tor gefunden, hat sie gesagt. Ach, das wird auch so schief gehen. Ich sehe es schon wieder. Das gibt Action. Na dann los. Rein in den Zug. Wir sind da nur einmal total damit entgleist, würde ich fast sagen. Dieser Dröpnir-Speer. Bist du bereit, ihn einzusetzen? Zum Schutz von Atreus. Ich bin niemandes Streiter, nur seiner. Und niemandes Gott. Das mag meine Gestalt sein. Aber nicht meine Natur. Hast du verstanden? Eine andere Meinung ist wohl kaum das Wichtigste, was ich für dieses Bündnis hinten anstelle. Solange der Plan vorsieht, Heimdall zu töten, spielt der Rest keine Rolle. Außerdem gibt's die Neuigkeit, dass Odin ahnt, was wir vorhaben. Ich wusste, ich habe Raben gehört. Verdammt! Was hat er gesagt? Lügen, Drohungen, mehr Lügen. Was hast du erwartet? Ist es eine Lüge, dass Atreus in Asgard ist? Nein, ich fürchte, das ist die Wahrheit. Dann spielt der Rest keine Rolle. Ich habe in der Nähe ein Tor gesehen, über der Bucht. Mit deinem Speer sollten wir es erreichen. Hier lang. Okay, da ist auch, guck mal, da leuchtet ein grüner Stein. Müssen wir analysieren, was das heißen soll. Was ist, ach, das ist der ein Tor. Grabstein. Da ist ein Schlüsselloch, passend zum Heft, das... Halt, bereit machen zum Kampf. Tapfere fiel der Herzlose. Für den König! Oh nein. Oh, den hab ich bisher gespielt. Ich hatte doch aber L1 gedrückt, ne? Hat natürlich nicht gereicht. Mach mich bereit! Hatte viel der Herzlose. Manne! Warum blockt er denn nicht? Hä? Warum blockt er denn nicht? Ohne dich schaffe ich das nicht, Kratos. Ja, danke. Warum blockt er denn? Vorsicht! Von hinten! Na, das ist aber schwer. Na, wenn er hochgeht, dann muss ich so viele Waffen blocken, okay. Und ansonsten ausweichen. Das ist ja. Fall vor mir, Nina! Ah, hat er mich erwischt. Na, hat er mich erwischt. Okay, den lassen wir sein. Ja, hab ich ja nicht gesagt. Ich hab's nicht zu halten. Ich glaube, ich bin einfach auch zu schwach dafür, ne?
Scheiße. Komm schon, Kratos, hoch. Erstens Talisman, zweitens Rune. Mist. Mist. Also, halte ich beim Ausweichen L nach vorne. Okay, wirst du recht haben. Das habe ich mit den Valkyren auch so gemacht. Wirst du recht. Also, ich habe ja die Valkyren nie bekämpft, ne? Aber du wirst recht haben. Ich werde mir den noch eine Weile aufheben. Wir gehen jetzt mal. Ja, das, ich glaube, wenn ich noch ein bisschen besser bin, dann fällt mir das auch leichter. Da drüben ist doch, guck mal, das, der Zwerg, den Odin gerade mitgebracht hat, Dürlin. Mal gucken, hey, Großer. Was Dürlin zu erzählen hat. Sprich. Du musst etwas für mich besorgen. Ein Hammer. Eine Waffe. Nein, ein Schmiedehammer. Kleines Ding. Ein Symbol des alten Widerstands. Gildensolidarität und so. Zumindest war er das mal, bis in die Asen unter der protzigen Zwergenstatue in der Bucht vergruben. Die Zwerge würde es freuen, ihn wiederzusehen. Hast du keine Angst, dass die Einherja das mitbekommen? Der Allvater hat mir wegen euch fast die Kehle durchgeschnitten. Ich gebe einen Scheiß drauf, was er denkt. Komm zu mir in die Taverne, wenn du ihn hast. Ist das jetzt hier? Mit dem Speer wirst du sicherlich neue Gebiete in der Bucht erreichen können. Ja, bei der Gelegenheit könnten wir auch gleich nach Dürlins Hammer suchen. Deine Entscheidung natürlich. Okay, wir können also hier noch ein bisschen rumreisen. Geht es dir gut? War nicht das erste Mal, dass mich ein Aase bedroht hat. Aber... Ich hoffe, es war das letzte Mal. Okay, da drüben sehe ich schon so eine Träne im Wasser. Dann gehen wir mal hier runter. Da ist eine Kiste. Und da drüben, da ist ein Boot, da können wir hinfahren. Da sehen wir eine Träne im Wasser. Dann holen wir uns die mal. Und da müssen wir mal gucken, ob wir das, den Hammer, den Schmiedehammer unter der großen Statue, ob wir den kriegen. Erstmal holen wir uns das. Das reicht vielleicht schon, um ein bisschen irgendwas besser zu machen noch. Ein Trank aus dem Tau des Weltenbaums bewirkt Vorteil, hat die Vitalität erhöht. So, okay, da kommen wir nicht durch. So, jetzt gucken wir mal auf die Karte. Wo könnte man denn hingehen? Karte 7. Oh, da haben wir gut zu tun irgendwie. Wo ist denn jetzt diese Statue? Jetzt müsste man mal gucken bei Quests. Zurück zu Sindri. Geist der Rebellion. Den Hammer zurückholen. Dann machen wir das mal, verfolgen wir das mal. Und dann müssen wir auf die Karte gucken, dann müssen wir mal in die Richtung. Und dann können wir einfach mal ein bisschen losfahren. Nee, ich weiß, ich will natürlich schon die Story erleben, aber durch die Nebenquests, die brauche ich irgendwie auch, um stark genug zu werden, um mal einen Berserker zu machen irgendwann. Habe ich mich zu glatt angestellt so ein bisschen. Hier waren wir wohl schon an dem Baum. Ich bin natürlich gespannt, was die meinen mit... Ohne die Bergbaumaschinen wirkt es hier draußen schon etwas frischer. Nicht wirkt. Ist. Du hast recht. Danke. Hier habe ich gerade was übersehen. Rohleder, bin ich einfach da vorbeigesprungen. Das muss die Statue sein, von der Dürlin sprach. Sein Hammer muss in der Nähe sein. Die meint er? Oh, die da. Okay, da hinten ist was blau. Da sehe ich auf jeden Fall Wasser. Ah, und hier ist auch was zum Landen. Na, okay, wollen wir nochmal gucken. Da ist so ein Vieh. Ist das nicht so ein Vieh, was man von hinten angreifen muss? Haben da was von oben? Wo ist der? Sind die hier ein Nest? Ist hier ein Nest, was ich übersehen habe? Wartet mal. Sieht nicht so aus. Gift zu deiner Linken! Ja.
Weg damit! Okay. Noch einer mehr. Ah, okay, bei höheren Schwierigkeiten noch. Ich habe ja überlegt, ob es sich lohnt, hier auch einen schwierigeren Schwierigkeitsgrad zu spielen. Aber nicht für mich. Pass mal auf, mein Freund. Dann machen wir es halt so. Ich mach mal einfach 4 so eine Dinger hin und dann machen wir den. Das macht Spaß. Ich muss sagen, das gibt mir was. Das Rache ist für diese Kultur. Okay. Hier erstmal, was gibt's da zu lesen? Mimir, erzähl. Das höre ich nicht zum ersten Mal, muss ich sagen. Ich habe festgestellt, die Runen, die nordischen, sehen den griechischen Buchstaben gar nicht total unähnlich, habe ich festgestellt. So. Okay, hier gibt's wieder irgendwo irgendwas. Hier ist wieder so eine Truhe, okay. Und hier habe ich ja gesehen, da müssen wir nochmal die Pfeile ändern. Hat sie schon. Ja, okay, ist der Haken jetzt abgefallen. Und hier, weiß ich jetzt auch nicht, warte mal. Was passiert hier jetzt? Habe ich jetzt dem Drachen das Wasser weggenommen? Du weißt ja was, ich glaube nicht, dass das eine Statue plus ist, Freya. Da ist auch noch was, warte mal, gucken wir uns mal den an. Aha, da haben wir da drüben auf jeden Fall was. Achso, das sieht doch so aus, als hätte ich da schon wieder so ein... Achso, das ist okay. Das haben wir so geklärt. Schau an, schau an. Liegt noch was rum. Hier, im Schatten des Hakens. Ja, schönes Komponente. Na, dann schauen wir mal, da werden wir doch bestimmt noch mehr... solcher Siegel finden, die wir zerschießen können. Das ist krass, wir haben jetzt unendlich viele Speere, die wir schießen können. Das ist auch einfach geil, ne? Da ist doch irgendwas, guck mal, hier. Was bist du denn? Ja, guck mal einer an. Ich will den immer zurückrufen, den Speer. Das ist ganz schlecht auch, ne? So. Hier können wir was kaputt machen. Guck mal, Freya, mach mal kaputt. Ach, ich hab doch extra den... Nochmal. Alles zerstören, alles zerstören. Wo ist der Schatten des Hakens? Ich sehe es nicht, ne? Was hier runtergefallen ist. Da liegt auf jeden Fall Heilung rum. Da liegt auch Heilung rum. Und jetzt sag mir mal, wo muss ich denn jetzt hin? Ich will ja zu der Statue da hinten. Kann ich hier hoch? Hier komme ich nicht hoch. Muss ich da hinten rein? Mal gucken. Hier ist eine Kiste. Danke, John, für das Follow. Wo komme ich jetzt da hoch? Ah, okay. Nee, habe ich noch nicht. Achso, das war falsch. Das habe ich noch nicht tatsächlich. Was hat das denn für einen Sinn? Warum mache ich denn diese Teile kaputt? Ach, warte mal. Was habe ich denn da gerade gesehen? Was macht das denn für einen Sinn? Keinen. Ah, okay. Nee, den Talisman habe ich noch nicht. Das habe ich schon kaputt gemacht. Wie komme ich zu der Statue dahinter? Gibt es hier irgendwo was, wo ich hochgehen kann? Das ist eine Kette. Och. Achso, das war so ein Vieh. Was sich versteckt, ne? Dann können wir es aber so probieren. Hab ich's erwischt? Nö. Okay. Die Viecher haben ja auch was Besonderes für mich. Aber die muss man von hinten oder von oben oder so angreifen, weil die sehen ihn ja sonst. Das habe ich gedacht, ich könnte einfach da, wo das Vieh auftaucht, mit dem Speer hinschießen, aber hat nicht funktioniert. Wo
kann ich von hier oben, kann ich noch irgendwo von hier oben hinschießen? Wir können da Wasser einfrieren. Wollen wir ganz kurz mal gucken, ob das was bringt. So nicht, aber vielleicht da. Wir gucken mal eben, ob da was passiert in der Umgebung. Ach so, übrigens da sehe ich das dritte Siegel. Okay, Nornentruhe, die weiß, also Nornen sind ja die Schicksalsgöttinnen, wie wir ja jetzt wissen. Das heißt, das ist eine Schicksalstruhe sozusagen, die ich gerade freigemacht habe. Aber hier muss doch noch was, hier muss doch noch, also das kann ja nicht sein. Also ich muss ja irgendwie dahinter. Also muss ich ja hier noch was machen können. Da, ach guck mal, da. Komme ich jetzt da hoch? Ist jemand hier? Bitte, ich brauche Hilfe. Ach. Was willst du? Naja, kurz gesagt, Schätze. Die Kiste da drüben, um genau zu sein. Mein Sohn und ich, wir kamen auf diese Insel, um ihre Reichtümer zu entdecken. Ich fürchtete, es wäre zu gefährlich, so kam ich allein. Und, naja, offenbar behielt ich recht. Bist du deswegen nicht weitergezogen? Mein Sohn, ich vermute, dass er nach der zweiten Hälfte des Schatzes gesucht hat. Bitte, findet ihn und sagt mir, was geschehen ist. Wenn ihr eine Belohnung wollt, dann bedient euch an dem Schatz. Mir bedeutet er nichts mehr.